für euch und ich dachte mir, ich zeige euch mal so meinen kleinen Einkauf. Und das Ganze mache ich in Kooperation mit der lieben Nancy vom Kanal Mami Seelen. Ich habe sie auf dem L'Oreal Event kennengelernt und das ist wirklich eine ganz, ganz liebe. Also vergesst auf keinen Fall, bei ihr vorbeizuschauen, denn sie hat auch ein DM-Haul für euch abgedreht. Also falls ihr Lust habt auf noch mehr DM, dann wie gesagt, klickt euch mal in die Infobox und schaut euch ihr Video an. Natürlich werde ich euch ihr Thumbnail nochmal am Ende verlinken, damit ihr einfach draufklicken könnt. Aber falls ihr mit dem Handy schaut, dann ja, nutzt lieber die Infobox, weil das mit dem Anklicken klappt da nicht so. Ja, so sieht hier meine Tüte vom DM aus und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Sache. Als erstes zeige ich euch dieses Duschgel von Balea und zwar nennt sich das Totes Meersalzdusche. Und das ist extra für gereizte und trockene Haut. Und ich war ja am Samstag, war ich am See und habe mich dann immer nur so auf eine Seite gelegt. Und ich habe einfach komplett hier am Oberschenkel Sonnenbrand. Und das tut auch immer wirklich total weh. Und ich dachte mir so, jetzt holst du dir mal so eine, beziehungsweise ein Duschgel, was ja extra für trockene Haut ist oder für gereizte Haut. Vielleicht tut es dann nicht mehr so weh, ich weiß es nicht. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Es hat wirklich sehr, sehr gut gerochen. Wie gesagt, es ist für trockene und gereizte Haut und mit einem Pfirsich-Mango-Duft. Also es riecht wirklich total gut und es war auch sehr, sehr günstig. Ich werde euch immer die Preise irgendwo hier einblenden, damit ihr mal Bescheid wisst, weil ich habe den Kassenzettel jetzt gerade nicht hier, aber ich habe den mir extra noch aufgehoben für euch. Und ja, das ist das erste Produkt. Dann habe ich hier noch was für meinen Freund mitgenommen und zwar ist das hier von L'Oreal Hydra Energy kühlendes Feuchtigkeitsgel Anti-Glanz. Und das hier benutzt er schon seit Monaten und ist immer sehr zufrieden. Der einzige Nachteil an dieser Creme ist, dass sie wirklich ultra schnell leer geht. Also wir müssen jede zweite Woche eine neue kaufen. Und weil ich ja eh schon beim DM war, dachte ich mir, ich bringe ihm einfach eine neue mit. Und falls ihr einen Freund habt, dann könnt ihr ihm das gerne hier empfehlen, weil das wirklich sehr, sehr gut ist. Dann durfte auch noch etwas für meine Haare mit. Und zwar ist es von L'Oreal das Hot and Big Thermo Volume Spray. Und das habe ich auf dem L'Oreal Event ausprobiert. Und da war ich wirklich so begeistert von. Also das Spray, das muss man sich einfach in die Längen oder beziehungsweise auch an den Ansatz, weil man möchte ja eigentlich am Ansatz das meiste Volumen haben. Also einfach einsprühen, auch auf die trockenen Haare. Und dann einfach nur mit dem Föhn drüber gehen und so ja, die Haare runterziehen, also Kopf überföhnen und dann so mit den Fingern durch. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und das haben wir, wie gesagt, auf dem Event gemacht und meine Haare waren wirklich einfach nur so. Das war so eine krasse Mähne. Und ich fand das wirklich ganz schön und deswegen habe ich mir das jetzt mal nachgekauft. Und ich finde das echt total super. Also ich freue mich schon voll, das hier auszuprobieren. Dann durfte noch ein Kosmetikpinsel mit und zwar ist das ein Lidschattenpinsel. Hier steht jetzt drauf Blenderpinsel und das ist von der Marke Ebelin, also von der DM-Marke nehme ich jetzt mal an. Ich möchte jetzt nicht sagen DM-Eigenmarke, weil letztes Mal habt ihr mich auch dafür verurteilt, weil P2 ist gar keine Eigenmarke von DM. Ja, aber auf jeden Fall habe ich mir diesen Pinsel gekauft und ich denke, dass der ganz gut sein wird, weil ich bisher mit den Ebelin-Pinseln immer zufrieden war. Was bei einem DM-Einkauf auf gar keinen Fall fehlen darf, sind bei mir Masken. Und zwar habe ich da ordentlich zugeschlagen. Ich habe mir direkt viermal die Aquatuch-Maske gekauft, weil ich habe von so vielen Leuten gehört, dass sie so toll sein soll. Deswegen musste ich die auch unbedingt ausprobieren. Und ich bin echt schon gespannt, was für ein Ergebnis die bei mir hinterlässt. Und dann habe ich mir noch zweimal die Luvos Heilerde-Maske gekauft. Mit der war ich auch bisher immer sehr zufrieden. Und die wird bei mir schon seit, glaube ich, Jahren oder einem Jahr oder so nachgekauft. Außerdem mit durften diese Invisibubbles oder wie man die auch immer nennt oder Invisibubble. Ich habe die mir hier einmal in braun gekauft, in durchsichtig und in schwarz. Ich habe mir direkt drei Päckchen gekauft, weil ich verliere die irgendwie total oft. Obwohl ich mir immer sage, die darfst du nicht verlieren, weil die so teuer sind. Aber ich verliere sie trotzdem immer überall. Und ich weiß einfach nicht, wo meine ganzen ja, Invisibubbles hin sind, weil die benutze ich am liebsten, weil die machen ja keine Knicke in die Haare. Und das finde ich total cool, weil wenn ich zum Beispiel einen Zopf an der Arbeit tragen möchte oder nach Hause komme und ich ein Video für euch drehen will, habe ich dann erstmal hier so einen Knick in den Haaren. Und dann muss ich mir erstmal die Haare glätten, damit ich schön glatte Haare für euch habe. Und ja, deswegen nervt mich das total, deswegen benutze ich nur noch diese hier. Und falls ich dann echt Lust auf einen Zopf habe, dann mache ich mir einen Zopf. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich dann weiterhin schöne glatte Haare. Die sind, wie gesagt, ein bisschen teuer. Die kosten, glaube ich, 4,95 € in so einem Dreierpack. Und ich habe jetzt für die 3,15 € bezahlt, was echt nicht billig ist. Also muss ich die jetzt echt hüten, damit sie bei mir nicht wieder verschwinden. Jetzt zeige ich euch meine letzten Produkte. Und zwar sind das drei Nagellacke. Die sind alle von Trended Up. Das ist ja die neue DM-Eigenmarke. Und deswegen dachte ich mir, du musst die mal ausprobieren, weil die Nancy hat mir gesagt, dass die wirklich super gut sein sollen. Und deswegen mussten direkt drei Stück mit. Und zwar einmal hier so ein Burgundirot, einmal so ein ja, schönes Gelb, weil einen gelben Nagellack hatte ich noch gar nicht zu Hause.
und so ein ja, Grauton mit so einem leichten lila Unterton. Also wirklich sehr, sehr schöne Farben. Und das Rote ist hier die Farbe 270, das Gelbe ist die Farbe 130 und das finde ich auch so süß, dass es die in so kleinen Größen gibt. Also ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Und dann habe ich hier noch dieses, wie gesagt, dieses gräuliche in der Farbe 080. Und ich freue mich schon total, die aufzutragen. Und ich bin echt gespannt, ob die echt so gut sein sollen. Weil die sind auch sehr, sehr günstig gewesen. Und ja, freue ich mich schon, den ersten hier aufzutragen. Ich glaube, ich probiere heute echt mal den gelben aus. Ich hatte nämlich noch nie gelben Nagellack auf meinen Nägeln. Ja, meine Tüte ist jetzt leer und ich bin fertig mit meinem DM-Haul. Wenn ihr Lust habt auf einen weiteren DM-Haul, dann schaut doch, wie gesagt, bei der lieben Nancy vom Kanal Mami Seelen vorbei. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.